auch. Wir kommen nun zu Herrn Rips. Herr Rips ist Präsident des Deutschen Mieterbundes und Bürgermeister der Stadt Erfstadt. Herr Rips. Danke. Ja, sehr geehrte Mitglieder des Ethikrates, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung zur heutigen Veranstaltung. Die hat mich gestern Mittag in Meran erreicht und deshalb konnte auch nichts mehr schriftlich vorbereitet werden. Also, zunächst mal, wir sind kein energiepolitischer Verband, wir sind kein energiewirtschaftlicher Verband. Wir sind natürlich etwas Exoten hier in diesem Kreise, denn bisher haben wir ja vor allem wirtschaftliche Aspekte der Energiewirtschaft gehört. Was mich vor allem interessiert und uns vor allem interessiert ist, wer zahlt das? Wer zahlt die Kosten einer modernen, dauerhaften und nachhaltigen Energieversorgung? Da möchte ich Ihnen zunächst die Grundsatzposition verdeutlichen. Wir haben als Mieterbund nie einen Zweifel daran gelassen, dass die Wohngebäude eine erhebliche Rolle spielen im Bereich der Energieeffizienzsteigerung. Wir wissen, dass etwa 40% der Treibhausgasemissionen über die Wohngebäude stattfinden, dass wir dringend Verbesserungen benötigen und dass das natürlich auch Geld kostet, das von irgendjemandem zu bezahlen ist, ohne Frage. Wir haben dazu drei Grundsatzaussagen getroffen. Erstens, wir glauben, dass die Einsparung von Energie noch nicht genügend betrieben wird in Deutschland. Wir sind der Überzeugung, dass bereits im Wohnen 15-25% Potenziale an Energieeinsparung vorhanden sind, dass es aber hierzu wirklich umfassender weiterer Aufklärung bedarf der vielen Haushalte in Deutschland und der vielen Mieterinnen und Mieter und der selbstnutzenden Eigentümer. Zweitens, wir müssen die Energieeffizienz erhöhen. Da sage ich gleich noch was zu. Und drittens, wir brauchen den verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien. Wobei ich ehrlich genug bin zu sagen, der Deutsche Mieterbund hat keine gesicherte verbandspolitische Meinung zur Atomenergie. Das Thema war so schwierig, dass wir es bisher ausgeklammert haben unter dem Gesichtspunkt politisches Mandat eines Interessenverbandes. Allerdings bin ich ziemlich sicher, dass wir beim Mietertag im Juni diesen Jahres hier in Berlin auch diese Position deutlich machen werden, für einen baldigen Ausstieg aus der Atomenergie zu sorgen. Lassen Sie mich eingehen auf die Frage, wer zahlt das? Ich glaube, dass wir alles das, was mit Energieeffizienz zu tun hat, im Ergebnis dritteln müssen. Denn das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die hier stattfindet. Und dritteln heißt ein Drittel der Staat durch staatliche Förderung, durch entsprechende Förderprogramme. Das ist auch im Interesse des Staates, weil insoweit CO2-Treibhausgasemissionen vermieden werden. Ein Drittel die Vermieter, weil sie eine Wertsteigerung ihrer Objekte erfahren, sowohl was die Vermietbarkeit als auch die Verkaufbarkeit anbelangt, und ein Drittel die Mieter. Auch daran kann es keinen Zweifel geben, dass die Mieter an den Kosten zu beteiligen sind. Ich will auch hier deutlich sagen, ehe die Frage von Ihnen kommt, natürlich spart Energieeffizienzsteigerung Heizkosten, gar keine Frage. Und auch, was Herr Kohler vorgetragen hat, also die Anschaffung von entsprechenden Stromgeräten spart Kosten. Aber die Kosten der Effizienzsteigerung sind deutlich höher als die eingesparten Energiekosten. Und ich plädiere durchaus dafür, wenn auch meine Mitglieder, Herr Töpfer, die schicken mir auch viele E-Mails zu diesem Thema, kann ich Ihnen versichern, sehr skeptisch dem gegenüberstehen. Wir müssen mehr Belastungen tragen und wir sind auch bereit, als Verband für diese Mehrbelastungen einzustehen. Das ist überhaupt kein Zweifel, zumal die Energiekosten auch dynamisch sind, sich entwickeln, voraussichtlich nach oben und auch die entsprechenden Mehrbelastungen von den Mietern zu tragen sind. Aber es muss erträglich bleiben. Wir plädieren dafür, das bitte ich auch in der Kommission noch mal zu überprüfen, Quartiers- und Stadtteillösungen bei der Effizienzsteigerung durchzuführen. Das hat einfach den Mengeneffekt. Es werden sehr viel mehr Wohnungen angesprochen. Es wird sehr viel mehr Effizienz erzielt. Ich glaube, dass wir hier noch weiter forschen und entwickeln müssen und dass wir auch praktische Erfahrungen hierzu gewinnen müssen. Ich möchte die Aufmerksamkeit der Kommission darauf richten, dass ich glaube, dass bei selbstnutzenden Eigentümern, wir sind keine Klassenkämpfer in Deutschland, sondern wir arbeiten gut zusammen auf dem Wohnungsmarkt, dass da doch ein großes Akzeptanzproblem besteht, aufgrund der Tatsache, dass der Anteil älter werdender Hauseigentümer immer größer wird und die Bereitschaft zu investieren zur Energieeffizienzsteigerung deutlich rückläufig ist. Deshalb empfehle ich Ihnen, der Prüfung nachzugehen, ob man den Ausbau bestehender Einfamilienhäuser und Zweifamilienhäuser
zu einer altersgerechten Nutzung mit Energieeffizienzsteigerung verbinden kann. Ich glaube, dass das die Akzeptanz deutlich erhöhen würde. Denn die Menschen wollen in ihren eigenen Wohnungen bleiben, wollen nicht in Heime und sonstige Einrichtungen untergebracht werden. Und hier kann man deutlich bessere Ergebnisse erzielen. Und ich will auch noch darauf hinweisen, dass wir die Beratung zur energetischen Effizienzsteigerung sowohl was die technische Seite angeht, als auch was die Nutzung von Geräten angeht und Ähnliches, nicht für ausreichend in Deutschland ansehen. Wir glauben, dass eine unabhängige Institution, zum Beispiel die Verbraucherschutzorganisationen, geeignete Träger wären, um solche Beratungen verstärkt durchzuführen. Lassen Sie mich, ich habe noch 1,5 Minuten, einige kurze, konkrete Gesichtspunkte ansprechen. Wir bitten zu überlegen, ob es nicht auch ordnungspolitisch notwendig ist, Grenzwerte für den Energieverbrauch festzulegen. Und für den Fall, dass die nicht eingehalten werden, wir sind dafür Technologieoffenheit, wir sind für lange Fristen, wir sind für erträgliche Fristen, aber für den Fall, dass sie nicht eingehalten werden, auch Sanktionen vorzusehen. Wir sind bisher in der Politik mit diesem Vorschlag gescheitert. Ich halte ihn aber nach wie vor für erwägenswert und bitte auch die Ethikkommission, sich mit dem Thema zu befassen. Immer zu bedenken dabei, der Mieter entscheidet wenig über Investitionen. Das macht der Eigentümer und Vermieter. Und deshalb muss der Mieter auch ein Druckmittel haben, um diese Effizienz durchzusetzen und realisieren zu können. Wir glauben, dass es eine massive Förderung energetischer Modernisierung geben muss. Also CO2-Gebäudesanierungsprogramm, jetzt ist ja im Gespräch 5 Milliarden Euro, das halten wir schon für eine Größenordnung, die sich wirklich was bewegen kann. Aber die Ziele der Bundesregierung mit der heutigen unzureichenden Förderung sind nicht zu erreichen, das ist ganz eindeutig. Und wir wissen, damit komme ich auch zum vorletzten Punkt, Klimawohngeld, über Klimawohngeld nachzudenken, das ist ein Begriff, dass auch einkommensschwache Haushalte, die teilhaben sollen an energetischen Modernisierungen, entsprechende Kosten tragen können und das durch Wohngeld gefördert wird. Letzte Aussage, wir glauben, dass der energetische Zustand von Wohnungen bei der Erhöhung von Mieten im Rahmen des Mietspiegels berücksichtigt werden muss. Das ist das Thema energetische Mietspiegel und das heißt die Ergänzung des entsprechenden Paragraphen im Mietrecht um eine entsprechende Aussage, dass auch der energetische Zustand eine entscheidende Rolle spielt. Vielen Dank. Schönen Dank, Herr Rips.